Wir sind wie immer sehr pragmatisch und lassen Bäckermeister Axel Schmidt die Frage klären. Wie gut geht Backen mit KI? Heute wird es bei mir mega spannend, bisschen wissenschaftlich. Denn das, was einige schon machen, machen wir heute auch. Wir schalten unser Gehirn mal so richtig aus und gucken, ob die KI uns beim Backen unterstützen kann. Die Anmeldung bei dem bekanntesten KI-Programm namens ChatGPT ist kinderleicht. E-Mail angeben und Passwort erstellen. Schon kann es losgehen. Die Basisversion der Software ist kostenlos. Oh, große KI. Was ist das weltbeste Rezept für Cookies mit weichem Kern? Das Rezept für Cookies mit einem weichen Kern liegt vor. Blitzschnell spuckt die künstliche Intelligenz ein Rezept aus. Das ging jetzt wirklich flott. Also so schnell kann ich kein Rezept entwickeln, geschweige denn das vorher testen oder so. Also ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. 9 Zutaten, so viele braucht es laut KI-Rezept für grandiose Cookies. Es ist wirklich faszinierend. Also, die KI hat sich jetzt aus dem gesamten Wissen des Internets zusammengereimt, wie das Rezept sein könnte und die Anleitung dazu. Und ich halte mich mal ganz genau an das, was hier steht. Nicht, was ich durch meine Ausbildung weiß. Zutaten: 225 Gramm weiche Butter, 200 Gramm brauner Zucker, 100 Gramm weißer Zucker. Ich persönlich würde es ein bisschen einfacher halten, nur einen nehmen. Aber wir haben ja gesagt, das wäre das Weltbeste. Vielleicht weiß ich es ja einfach nicht gut genug. Eine Anweisung oder Frage an eine künstliche Intelligenz nennt man Prompt. Je genauer der Prompt, desto passender ist meist die Antwort. Aha. Fertig. So, genaue Anweisung. Die Eier einzeln hinzufügen und gut verrühren. Dann den Vanilleextrakt dazugeben und gut mischen. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz vermengen. Anweisungen ja, aber dem Backweltmeister fehlt Präzision im Rezept. Ein halber Löffel, so ein bisschen, ein ganzer Teelöffel. Ich habe verschieden große Teelöffel und auch halb gestrichen. Also das ist schon sehr ungenau. Schauen wir mal, weil da geht es um wichtige Sachen. Das würde ich auf jeden Fall auch so machen. Erst Butter und Zucker ein bisschen Volumen aufbauen und dann die trockenen Zutaten dazu. Das ist schon mal richtig. Was darf im Rezept für die weltbesten Cookies natürlich nicht fehlen? Na klar, Schokostückchen. Wie groß, wie schwer, welche Form sollen diese Teigstücke, Teigportionen? Steht nur Teigportion. Also mehr Erklärung wäre da wirklich wichtig. Mit einem Esslöffel kleine Teigportionen auf das Backblech setzen. Dabei genug Abstand zwischen den Keksen lassen, da sie beim Backen etwas auseinanderlaufen. Einen Esslöffel hat zwar jeder daheim, aber der Profi empfiehlt einen Eisportionierer. Damit geht es schneller und die Portionen sind gleichmäßiger. Wir hatten ja keine Menge gefordert, aber für das Rezept, da kriegst du eine Großfamilie satt. Rein damit. 10 bis 12 Minuten stehen auf meinem Bildschirm. Tschüss. Die Cookies im vorgeheizten Ofen backen, bis die Ränder goldbraun sind. So, außen goldgelb, innen noch hell. Sieht doch ganz gut aus. Wir erinnern uns, wir haben die künstliche Intelligenz nach dem weltbesten Cookie-Rezept mit weichem Kern gefragt. Hier ist das Ergebnis. Geschmacklich ist es total in Ordnung. Es ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber schon ganz schön lecker. Ordentlich süß, aber da könnte man noch mal nachfragen nach einem Rezept, das weniger Zucker enthält. Wir fordern die KI heraus. Jetzt kommen Ruhezeiten, Hefe und spezielle Anforderungen ins Spiel. Der Befehl an ChatGPT: Gib mir ein Rezept für Zimtschnecken mit einem sehr außergewöhnlichen Topping. In Sekunden erstellt die KI wieder ein Rezept. Das außergewöhnliche Topping: eine Limetten-Avocado-Glasur. Die 5 Minuten sind vorbei, unsere Hefe ist reanimiert. Aber ich sage euch, Trockenhefe nehmen wir Profis nicht. Ne? Trocknen, reanimieren. Oh. Frische Hefe geht besser. Die KI wurde mit einer Vielzahl an Daten durch Textquellen trainiert. Das Wissen nutzt sie, um aus vielen gelernten Rezepten ein neues Rezept zu generieren. Das sind wieder meine Lieblingsrezepte, wo in Löffeln angegeben wird. Profirezepte immer in Gramm.
dann hast du ein tolles Rezept. Auch nach Rezepten mit genauen Grammangaben kann man die KI fragen. Kommt man ganz ohne Equipment aus, braucht man nur eine Schüssel und einen Löffel. Sehr charmant. Ist ja wieder oldschool, ne? Hier große KI, hier handmade. Alles verrühren und den Teig ordentlich kneten. Axel, wie ist dein Zwischenfazit? Und hier ist er jetzt, der Teig mit Muskelkraft ausgeknetet. Was ein bisschen schwierig ist, weil es nicht besser definiert ist. Das Kneten ist echt ein fundamental wichtiger Punkt beim Teigherstellen. Da hätte ich mir mehr Informationen gewünscht. In einer eingeölten Schüssel soll der Teig jetzt ruhen. Gut abgedeckt, so steht's drin. Gute Nacht. Er hat sich gut vermehrt hier. Ne? Doppelte Größe, könnte hinkommen. Teig ausrollen, und zwar 30 cm auf 45 cm. Bei den Maßen ist das KI-Rezept diesmal sehr genau. Füllung vorbereiten. Den braunen Zucker mit dem gemahlenen Zimt vermischen. Die weiche Butter. Weiche Butter haben wir keine mehr. Die ist nämlich schon in unserem Hauptteig gelandet. Fehlerfrei ist die KI also nicht. Zum Glück findet Axel noch etwas Butter in seiner Backstube. Gehirn ganz ausschalten ist also nicht angesagt beim Backen mit KI. So, und jetzt steht hier in meiner Anleitung, den Ofen bei 180 Grad vorheizen. Aber 180 Grad was? Ober-, Unterhitze, Pizzastufe, Höllenfeuer? Das gibt's alles mit 180 Grad und alles backt anders. Nicht nur der Ofen macht Axel zu schaffen. Wir haben sie ja gerade glatt gerollt. Eigentlich müssten die nach meinem Bäckerverständnis jetzt noch mal reifen, noch mal arbeiten, die Hefe, dass sie fluffig werden. Steht aber nichts davon drin. Auf seine Verantwortung. Oder ihre? Es? Was ist denn so eine KI? Wir erinnern uns, wir haben die künstliche Intelligenz nach einem sehr außergewöhnlichen Topping gefragt. Tada! Das KI-erstellte Topping, eine Avocado-Limetten-Glasur. Laut Anleitung sollen wir das jetzt zerdrücken. Ich würde es pürieren, denn es soll ja eine schöne, glatte Oberfläche später geben. Zimtschnecken mit einer Avocado-Limetten-Glasur. Außergewöhnlich, ganz bestimmt. Aber ob es ein sehr außergewöhnliches Topping ist, darüber lässt sich streiten. Ja, wie vermutet. Hatte ich's gesagt? Ich hab's gesagt. Sie sind leider nicht schön aufgegangen. Sie sind stumpf in der Farbe. Glasieren und probieren. Die KI-Zimtschnecken sind fertig. Das Topping ist auf jeden Fall sehr lecker, weil es so schön fruchtig ist. Limette ist einfach geil. Cocktail-Feeling. Bisschen eine Sauerei, aber ihr merkt schon, ein bisschen trocken, die Schnecke. Axel hat noch ein paar Lebensmittel da. Wie kreativ kombiniert KI Zutaten? Axel fragt nach. Ich habe Zimt, Erdbeeren, Chili, Vollmilchschokolade und Marshmallows. Was kann ich damit backen? So, jetzt erzähl uns mal, was passiert jetzt? Diese Schokoladen-Erdbeer-Chili-Brownies mit einem Zimt-Marshmallow-Topping werden deine Geschmacksknospen sicherlich auf eine aufregende Reise mitnehmen. Da freue ich mich ja jetzt schon auf die aufregende Reise. Los geht's! Schmelze die Vollmilchschokolade und die Butter über einem Wasserbad. Die KI hat zwar alle unsere Zutaten in das Brownie-Rezept integriert, aber auch vier weitere hinzugefügt. Jetzt haben wir alles dastehen, aufgeschlagen, unsere Schokolade und die Butter schön flüssig, etwas abgekühlt. Und dieser Teil ist auch perfekt beschrieben. Also so, wenn es weitergeht. Fein, 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 ne? Mehl und gemahlener Zimt über die Schokoladenmischung sieben und vorsichtig unterheben, bis alles gerade eben vermengt ist. Das ist schlau, denn mit jedem weiteren Zug, den man machen würde, oder rühren oder schlagen, würde Volumen später in unserem Brownie verloren gehen. Der menschliche Experte und unsere KI sind sich zumindest hier einig. Unsere frischen Erdbeeren kommen jetzt noch mit rein in den Teig, also nicht nur Deko obendrauf später. Finde ich interessant. Bin ich mal gespannt, wie das dann schmeckt. Backe die Brownies im vorgeheizten Ofen für etwa 20-25 Minuten. Rein damit. Chili-Zimt-Brownies mit frischen Erdbeeren im Teig. Wir sind gespannt, was das KI-Rezept kann. Dann kommen jetzt auch unsere Marshmallows zum Einsatz.
zwar nur ein bisschen obendrauf, hätte ich ein bisschen raffinierter versteckt, aber überbacken finde ich jetzt schon wieder cool. Während die Brownies abkühlen, kannst du die Marshmallows auf der Oberseite verteilen und sie unter den Grill stellen, bis sie goldbraun sind und leicht geschmolzen. Ich hätte es wahrscheinlich flambiert, aber hören wir doch mal auf die KI. 5 Zutaten haben wir einer künstlichen Intelligenz genannt. Die hat daraus ein Rezept generiert. Erdbeer-Chili-Zimt-Brownies mit Marshmallow-Topping. Zubereitet von unserem Profi Axel, aber ausgedacht von einer Software. Und das sieht schon gut aus, so wie es sein soll. Ein bisschen schlutzig und oben seht ihr es dampfen. Und oben noch diesen weichen Mäusespeck, so heißt es ja bei uns. Ich probiere es für euch. Geschmacklich 10 von 10. So ein bisschen Lagerfeuer-Feeling. Super geil. Oh, und scharf. Jetzt war Chili dabei. Haha. Backen mit dem Rezept und der Anleitung von einer KI. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Wir haben 3 Produkte hier. Ab und zu ein bisschen ungenau, aber es liegt halt daran, es ist eine Maschine und es kommt nur raus, was irgendwo mal reingegeben wurde. Backen ist und bleibt für Axel Herzenssache. Und das werden die Maschinen wohl nie übernehmen können.